Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Ich habe das abgestürzte Raumschiff jetzt, denke ich mal, nach bestem Wissen und Ich habe noch was übersehen. Ich wollte gerade sagen, nach bestem Wissen und Gewissen gelootet. Okay, das war natürlich abends und nachts. Da habe ich wahrscheinlich die Hälfte übersehen, aber ich hoffe eigentlich nicht. Aber dieses Triebwerk, das würde ich gern noch haben wollen. Das nehme ich mal noch schnell mit. So, wie ist das? Ich war hier hochgehüpft dann eigentlich. Das müsste gehen. Da hüpfe ich dann doch nochmal hoch. Ja, und der nächste Punkt ist nämlich dann... Da ist es. Ja, gut. Dass wir uns dann mal um die Basis kümmern, die wir dort gesehen hatten. Gleich um die Ecke. So, mache ich nochmal höher? Ich mache nochmal höher. Jetzt müssten wir es eigentlich haben, oder? Ja, perfekt. Perfekt. Das macht immerhin Flugspule und erweitert CPU und so weiter. Das, denke ich mal, ist schon wichtig. Gut, jetzt können wir eigentlich runterhüpfen. Der Rest, der sehe ich noch was auf die Schnelle? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, Jetpack habe ich an, ja, ne? Gut, okay. So, jetzt gehen wir da hoch zu dieser Basis und schauen dort mal rein. Was mich jetzt störte, aber wo wahrscheinlich ich das vielleicht ändern kann in den Einstellungen, ist, wenn ich die Geschütze, also bilde ich mir ein, das sind die aggressiven Tiere, das sind die Aliens und Other Factions. Wenn ich das rausnehme, müsste doch eigentlich das so sein, dass die Geschütze nicht mehr gegen, also nicht mehr versuchen, den Kern abzuschießen, oder? Das würde ich, also das wäre jetzt meine Theorie. Das werden wir gleich mal sehen. Die habe ich jetzt oben alle weggenommen. Und wir schauen mal rüber. So, der hat mir gute Dienste geleistet, mein Geschützturm hier. Hält alles sauber. Und wir sind bei 1 Meter. Okay. Machen wir mal. Hat das dieses Zielkreuz, das ist etwas hinterher. Zumindest lässt sich der Turm schneller bewegen. Na gut, okay. Das hatte ich auch irgendwo mal mitgekriegt bei irgendwelchen Raketen oder so. Die flogen dann in einer Kurve. Okay, dann schauen wir uns das Ding mal an. Das ist jetzt wahrscheinlich... Ah ja, genau. Was schießt der jetzt? Wir schießen auf die Aliens, hoffe ich jetzt mal. So, hier stehen da welche rum. Irgendwelche komischen... Was machen die denn hier eigentlich? Wieso stehen die hier rum? Wie beknackt? Ich meine, das können die machen, die hässlichen Gestalten. Umgekippt. Aha, okay, jetzt schießen die doch dort drauf, obwohl ich das Faction-Ding weggenommen habe. Das ist blöd. Das schießt doch lieber hier auf das Vieh. Soll ich machen? Ausmachen will ich das aber auch nicht. Toll. Interessiert natürlich, worauf die schießen, weil... Das ist blöd, weil ich wollte das war schon mal so, das verstehe ich nicht. Auf was schießen die denn da? Ich meine, ich kann das nur ausmachen und nicht deaktivieren. Das ist doch Mist. Weil ich will die doch, ich will das Ding daher stehen haben als Schutz gegen Drohnen und diese komischen Viecher. Eigentlich ist doch, also ich gehe davon aus, dass wenn ich Art of Factions mache, dann interessieren den sozusagen die anderen Strukturen und so weiter nicht. Deswegen gibt es doch die Unterteilung hier, oder nicht? Aliens? Und der schießt doch jetzt eigentlich auch nicht durch Wände durch, wenn dahinter irgendwelche Aliens sind, oder? Also wenn ich alles ausmache. Ich mache mal alles aus. Das will ich jetzt mal wissen. Also, ich mache alles aus. Irgendwelche... Du hast Glück, ich habe alles aus. Also, ich habe alles aus. Jetzt mache ich die Geschütze an. Da dürfte eigentlich ja gar nichts passieren. Genau, da passiert gar nichts. Achso, ich bin hinten offen.
Ich bin hinten offen, aber das scheint ihn nicht zu interessieren. So, jetzt mache ich Predator an. Mal sehen, was er da macht. Da müsste er eigentlich auf dieses komische Vieh schießen, oder? Oder ist das ein Alien? Nee, da macht er nichts. Das sind dann wahrscheinlich die aggressiveren Spinnen oder wie sie alle heißen da. Und was es alles gibt oder Raptoren oder sowas auf anderen Planeten. Okay. Dann mache ich jetzt mal die Aliens an. Jetzt müsst ihr eigentlich auf dieses Vieh schießen, oder? Genau. Jetzt ist das gleich weg. So ist der Plan. So, und jetzt... Ah ja, okay. Da. Nee. 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 Jungs, Jungs, lass. Oder? Hat er jemanden gesehen dadurch, oder wie? Ach, ich weiß es nicht. Ich drehe mich rum und gehe mal in die Station. So, da bin ich hier so, weil die Drohnen kommen ja von hier. Also mich würde es echt mal interessieren, was das ist. Mich würde es echt mal interessieren. So. Der bohrt mir hier alles kaputt. Also da, mein ganzes Loot ist weg. Wahrscheinlich. Aber sonst ist das eigentlich... Ja, darauf kannst du schießen. Darauf kannst du schießen. Auf diese Dinger hier. Die da hier irgendwo sind. So. Oben hier, hier ist nämlich hier so ein Container, hier ist alles, hier zerschießt mir mein ganzes Loot. Typ. So, jetzt habe ich natürlich meine Geheimwaffe nicht mit, mein Rotationsgerät. Das heißt, wir müssen hier... ...und so reinarbeiten. Ja, komm zurück. Ja, in die Hocke kann ich jetzt hier nicht gehen. Das könnte man auch mal machen, so in die Hocke. Oder so... Jetzt muss er auch mal schießen. Sowas. Wildreg ist er. Der Turm, der Gute. Okay, da hinten ist er. Gut, weg. Noch einer. So, na gut, hier ist er jetzt. Alles haben. Gehen wir mal rein an den Fall. Oh, das sind... Oh, ja, ja. Oh, ich sollte mal ein Medipack nehmen. So. Nachgeladen ist. Medipack zieht. Ah, mumpeln, okay. War noch einer hier? Hier. Gut. Na, das lohnt sich doch hier schon mehr. So, wieder dran. Die Rumpeln. So. Hier ist was los. Hier ist ja was los. Was haben wir hier für gelbe Sachen? Oh, naja, okay. Und hier. Das kriege ich jetzt gar nicht mit. Ja, ich glaube, mir gehen dann langsam die Container aus. Ich habe jetzt den Turm. Was ist hier drin? Ach. Ich habe jetzt den Turm nicht dafür gebaut, dass ich hier große Ladungen wegschleppe. So, dann gehen wir erstmal ein bisschen runter. So auf einen Meter oder so. Wieder. Ich verstehe es nicht so sehr, aber... So ein dummes Geschütz. Tut mir leid, aber... Zack. So, ich wollte was ganz anderes machen. Okay, also nochmal. Ich will jetzt mal meine ganzen Sachen loswerden. Das heißt, die Sachen hier, die sind schon fast voll. Okay, das kann ich wenigstens stapeln.
das geht. So, wie sieht es hier aus? Ich habe nicht mehr Frachtboxen mit. Diese Luft habe ich noch. Das nehme ich mit hierher. Das behalte ich. Okay. Na gut, arbeiten wir uns hier so langsam vor. So, was ist hier oben eigentlich? Ah, hier waren die. Okay, na, gehen wir erstmal hier rum. Ist okay. Ist okay. So, die Sachen nehmen wir mit. Und dann bauen wir das gleich, was leer ist, ab. Sonst kommen wir eh nur durcheinander. Hm? Den Container, 48 Hitpoints. Wieso geht das nicht mehr? Hallo? Kann man den nicht mehr abbauen? Das ist ja Mist. Kann ich das abbauen? Was ist das? Normaler. Ach, ich bin ja auch... Ach, es ist so oder so rum. Ich, ja, alles klar. Okay. Ich bin ja noch gar nicht mal der Besitzer. Ich bin ja nicht Besitzer. Ich kann ja nur... Na, hier ist was los. Ich kann ja nur looten. Gut. Okay. Nachladen. Raus, ja? Okay. Keine Chance. Noch einer? Nö. Das ist ja ganz schön das Labyrinth hier unten, ne? So, na gut, dann können wir das ja. Kann ich das eigentlich reintun dann hier? Ja, das kann ich dann machen. Da tue ich das einfach wieder rein hier. Gut, alles klar. Da bin ich wenigstens ein bisschen sortiert. Nachgeladen habe ich. Wie sieht es hier aus? Ist hier was um die Ecke? Nee, nichts. Okay. Hier kommt auch mit rein. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es weiter. Aha, hier sind sozusagen nur diese... Nee, oben höre ich auch irgendwelche anderen Aliens. Okay, kann man das noch stapeln? Nö, kann man nicht stapeln. Da oben. Okay, na gut, okay, egal. So. Jetzt gehe ich nochmal hier rüber. Genau, dann machen wir das hier. Dann kommen wir mal hier zur Seite. Das sind drei. Geht's dir wie mir, ha? Huh? So, aufnehmen. Oh! Jetzt kommt dann hier noch jemand Neues nach. So, nachgeladen ist. Aha, da haben wir doch den Kern. Ja, naja, gut. Wir können ja jetzt. Rosa Kern. Weg mit dir. Okay, nachgeladen ist. Jetzt gehen wir am besten hier hoch, würde ich sagen. Oh. Naja, wie gesagt, die KI und so, ne? Da mache ich das mal ganz anders. So, das macht mir mehr Spaß irgendwie. Aha. 58. Ach nee, das ist wahrscheinlich bloß ein Credit, alles klar. Ach, was hauen wir da mal weg? Dann machen wir mal. So. Na? Ablegen, mal sehen, ob es da noch da ist. Dann nehmen wir lieber das, weil das verschwindet ja dann mit diesen Bubis. Hm.
Gott, das stapelt sich wenigstens und den hat man da. Okay, hier unten sind noch irgendwelche anderen wahrscheinlich, ja? Da bewegt sich irgendwas. Nee, das sind die nicht. Okay. Na gut, dann schaue ich nochmal nach. Woanders, 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 dass hier endlich mal Ruhe einkehrt. Etwas. Ach so, hier wahrscheinlich. Ja, genau. Das hat man noch übersehen. Das sind dann aber wirklich die letzten, denke ich. So. Nee, genau, genau, genau. Sorry, sorry. So machen wir das. Wie immer. Fehler liegt bei mir. Ich kann das alles abbauen jetzt. So, dann machen wir das. Ach, das ist voll. Das lasse ich dann fallen. Also. Hier kann sich nichts stapeln. Hier stapelt sich doch nichts. Dann stapelt sich's. Gut. Machen wir erstmal wieder die Tür weg. Oh, das ging ja schnell. Ja, schaut auf mich, ey. Das kann doch nicht sein. Habe ich schon gewonnen und trotzdem. Ah, da kommt wieder nicht klar mit der Wegfindung. Gut. Dann gebt mir euer Zeug. So. Okay. Dann schaffen wir das erstmal wieder hier hin. Lagern das ein. Und dann das hier oben stapeln. Gut. Dann können wir das looten. Da, da kommt man hier gar nicht so raus. Ach, das steht vor der Tür hier. Ach nee, das ist der Ausgang. Okay. Aha, okay. Oh, schick gemacht. Und was ist hier drin? Essen. Das ist nett. So. Also jetzt höre ich eigentlich nichts mehr. Jetzt können wir eigentlich alles abbauen, oder? Genau. So, wie viel Platz haben wir? Hm, das wird wahrscheinlich wieder knapp jetzt. Können wir erstmal sowas essen. Dann schaffe ich das erstmal weg. Wie sieht es hier aus? Ja, genau. Hm. Na gut, jetzt geht es wieder los mit den Gerenne. Rüber und nüber. Und wahrscheinlich habe ich hier auch schon alles voll. Ich schaue nochmal nach. Das war daneben gehüpft. So, also Frachtbox. Gut, das stapelt sich ein bisschen. Der Rest geht nicht. Die anderen Zugriff stapeln sich. Okay. Ich meine, so viele Sachen sind ja nicht an Halbzeugen. Also das ist ja dann eigentlich okay. Das stapelt sich so oder so irgendwie. Meine Güte. So, wir haben sozusagen zwei Etagen. Das ist diese hier. Die ist jetzt leer. Das ist nur Glas. Dann haben wir... geht's hier weiter? Genau, hier war das, genau, das war hier. Das ist weg. So, hier hat man die Generatoren, das Fass ist weg, die Tür nehmen wir noch mit. Aha, was ist jetzt schon wieder? Okay. Na gut. Mal wieder zurück. Ja, irgendwie so einen transportablen, großen Container. Das wäre was Cooles. Oder wenn ich irgendwie mit irgendeinem Mod mein Inventar vergrößern kann für solche Aktionen hier. Das wäre auch eine coole Sache, weil das ist dann, bei dem geht es vielleicht noch von der Art, also von der Menge, aber bei größeren Dingen, wenn man das dann lootet, das ist dann, ach so, die kann sich nehmen, okay. Die habe ich noch gar nicht. Na, mal sehen, ob ich alles unterkriege, ich hoffe es. Ich hoffe es. Na, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Was ist denn los? Komisch, 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 komisch. Okay. Na, die sind auch noch voll. Ich mache aber trotzdem, ich baue erstmal alles ab. Und zum Schluss nehme ich dann...
Ach, das ist schon hier oben. Na gut, dann ist es ja nicht so wild. So, hier ging es hier hoch. Das war dann hier oben und hier war noch der Container. Da war jetzt nur Rödel drin. Ach, den brauche ich da gar nicht. Den brauche ich da eigentlich gar nicht. Dann nehmen wir einfach das Zeug weg. So, über uns. Okay, nichts mehr. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch die Container hier draußen, die beiden. Lass mal die noch mitnehmen. Und der. Na gut. Okay. Und dann vielleicht noch die beiden Fahrstühle und dann haben wir's. Dann können wir eigentlich nach Hause machen. Dann machen wir erstmal nach Hause. Dann haben wir eigentlich erstmal hier so schön Rohstoffe gesammelt. Und das finde ich schön. Gut. Nur ein Geflitze. Nur ein Hin- und Her-Geflitze. So. Hoch. Ne, die noch. Das. Das und dann. Oh, schon wieder voll. Na gut. Oh. Kann ich irgendwas wegwerfen? Irgendwas, was ich nicht brauche. Andererseits, so weit ist es ja jetzt nicht. Es ist ja nicht so weit. Es ist ja gleich hier. Das geht ja noch, wenn man dagegen sich erinnert an irgendwelche Alien-Basen, an irgendwelche Riesendinger, wo man dann auch noch hier so eine halbe Stunde unterwegs ist. Immer rein und raus. Dann sah das schon ganz anders aus. Gut, das war's. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Noch ein Sprung. Und hier liegt's. So, das ist das. Dann nehmen wir mal doch noch hier. Ach, jetzt kommen wir wieder in die hoch, oder? Ist das runtergepurzelt? Das von dem letzten Mal. Oh, war das hier? Hier war's. Naja, gut. Okay, gut. Es reicht. Es reicht. So, also liebe Leute. Ich würde sagen, da mache ich erstmal Schluss hier. Wir werden dann das nächste Mal zur Basis zurückschweben, denke ich. Mit unserem kleinen Turm. Und dann haben wir es erstmal geschafft, die erste Etappe. Also in dem Sinne, bis später. Ciao.